erstmal bauen wir uns hier weiter. Ah, das sind hier auf dieser Ebene doch einige von diesen dunklen Prismarinen. Wie nenne ich das? Prismarin-Gitter oder was ist der Geier? Prismarin-Karos. Ach, da sind noch mehr als einer. Okay, dann testen wir das mal. Klappt. Wunderbar. Da klappt es natürlich nicht. Hier haben wir die Wand sowieso weiter hinten. Upsa. Ja, Bruder. So. Jetzt die beiden rausschmeißen und dann dafür Sand hin tun und so. Dann mal ein bisschen Milch. Die beiden weg. Dann machen wir hier gleich mal weiter. Nur da nicht, wo die Fackeln sind. Das einmal test ich mal. Die fallen natürlich runter, ist klar. So, müssen wir wieder Fackeln da anbringen. Ein bisschen Sand rein da. So, jetzt können wir dann hier abgraben oder wir graben weiter nach unten. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter nach unten. Wie das funktioniert, wissen wir ja schon. Das haben wir ja gerade getestet. So, wir haben noch viermal Milch. Ach, da oben rechts auch noch einer, also fünf. Na, das war aber jetzt fies von dir. Aber ich bin ja auch so fies und habe noch ein Glas Milch dabei. So. Lassen sich genauso abbauen. Okay. Mensch, da kriegen wir aber schön viel Baustoff dabei. Jetzt mit für unsere auch von dem dunklen Zeugs hier. Ja, da muss noch Sand hin. So, da haben wir noch dreimal Milch. So, dann bauen wir doch erstmal hier unseren diese Kammer weiter. Die versuchen es doch mit allen möglichen Mitteln hier. Ja, da bilden sich natürlich jetzt ein paar Hohlräume. Aber wenn sie durch Sand nicht durchschießen können, ist mir das nur recht.
Ja, das wird alles mit Sand aufgefüllt. Da könnt ihr nachher machen, was ihr wollt. Schaufeln habe ich jetzt nicht mehr, also nehme ich mal mir die restliche Zeit dann hier noch für diese Steine. Voll. Also machen wir schnell mal hier zu mit Sand. So, wie viele Leitern habe ich denn noch? Drei noch. Okay, das reicht auch. Dann versuchen wir mal hier die letzten Steine noch abzubauen. Naja, Versuch. Ein Versuch halt. Eieiei. Das ist ja richtig mal mit Action hier. Also die gehen nicht kaputt, wenn sie aus dem Wasser sind, sondern kämpfen erst nochmal weiter. Interessant zu wissen. So, was haben wir noch? Wir haben keine Milch mehr. Wir haben auch praktisch keine Steinschaufel mehr. Da müssen wir also noch Schaufeln machen und noch Milch holen. So, wir sind jetzt eine Stunde hier unterwegs. Dann machen wir noch mal so eine Runde. Wir haben inzwischen ja sogar einen Stack Prismarinziegel. Prismarinkristalle haben wir auch. Wie lange geht es noch? 3 Minuten. So lange will ich jetzt nicht warten. Wenn es jetzt kurz gewesen wäre, würde ich sagen, okay. Hoch. Ach so. Das hatten wir ja hier selbst uns hingebaut. Dann holen wir mal schnell Milch nochmal. Wir haben ja das Boot da vorne stehen. Dann können wir direkt von hier zum Milchmann, zu den Milchkühen fahren. Dann gehen wir nochmal hier hin und dann geht es aber ab auf die Insel und dann werden wir mal gucken, was wir da noch heute anbauen. Zu bauen hinkriegen wahrscheinlich nichts. Dann werden wir noch mal ein bisschen Granit und so Kram vielleicht abbauen oder ein bisschen Sand farmen oder was auch immer. Ach so, ich habe den Hühnern versprochen, Etagen reinzubauen. Genau. Das können wir auch noch machen und dann auch noch machen wir das doch mal für die Hühner. Etagen ins Haus. Alt. Ich hatte doch das Boot hier. Wir sind ja auch nicht daran vorbei. Wo ist das Boot überhaupt? Erzähle ich so. Ich fahre mit dem Boot. Und wo ist es? Wo ist mein Boot? Das war doch hier irgendwo. Wo ist mein Boot?
Na, jetzt sind wir aber ein bisschen irritiert. Hat sich das hier aufgelöst oder was? Kann natürlich sein. Okay, dann werden wir mal mit dem anderen Boot fahren. Und fahren jetzt unserer. Jetzt nochmal sind wir auf der falschen Seite. Naja, ist egal. Wir machen da mal so eine Rundfahrt hier um die Insel und gucken uns die mal von hinten an, wie das hier denn aussieht. Ja. Kann man so hier nicht meckern, ehrlich. Huch. Ganze Horde. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Also sehr abwechslungsreich. Gefällt mir. So, und das machen wir dann heute, wenn wir. Wir gehen jetzt noch mal Milch holen und dann. Ja, guck mal, ich bin aber gleich wieder da. Dann baue ich da Fenster rein. Sieht ja noch irgendwie sehr unfreundlich aus, ohne Fenster. Viel Milch kann ich denn überhaupt? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naja, so ganz so viel Milch kriege ich gar nicht mit. Aber das ist dann jetzt auch mal egal. Oder haben wir eine Kiste dabei? Nee, auch nicht. Ah, dann holen wir uns erstmal nur die 7 Milch. Werkbank habe ich auch nicht mit. Auch nicht, auch nicht, auch nicht mit. So, jetzt sind hier wahrscheinlich irgendwelche Monster schon gespawnt. Das heißt, ich werde die eigentlich mal vielleicht vom Boot aus melken hier. Da sind schon Monster. Creeper. Also bleibe ich mal im Boot sitzen. Von hier aus. Komm her. Ja, man soll den Creeper nie den Rücken zu kehren. So, jetzt habe ich noch vier. Jetzt hätte ich noch vier Plätze. Das heißt, ich kann theoretisch sogar noch einen hier runternehmen. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. So, Creeper. So, wunderbar, hat doch geklappt. Na, du Pfeife. Hallo, wie geht's? Warum explodierst du nicht? Im Wasser kann er wohl nicht. So. Okay. Ich bin doch nicht etwa im friedlichen Modus, oder? So, gucken wir mal nach F3. Wir haben hier eine Schwierigkeit von 3,29 nur, weil wir jetzt ja weit weg sind von unserer Basis, da sind auch ein paar Monster. Aber unsere Insel ist monsterfrei. Das ist schön. Da kommt sie schon. Was ist eigentlich hier auf der, die wir mal völlig demoliert haben? Sind auch keine Monster drauf, oder? Nee.
Ja, da haben wir ja auch ausgeleuchtet. Doch, das sind Monster. Oh, sogar ein Baby-Zombie. Ach, da ist eine richtige Versammlung. Guckt euch das an. Eins, zwei, der Baby-Zombie ist auch noch irgendwo. Drei, vier, fünf, sechs. Gut. Also wir haben hier wirklich das Paradies hier. Monsterfrei. Also ich freue mich wirklich, dass ich da so vorausschauend hier alles geplant habe, alles abholzen. Das mit dem Gras war jetzt reiner Zufall. Das hätte man eigentlich noch lassen können. Da wären hier vielleicht auch noch Tiere gespawnt, aber. Okay. Ich hole dich dann irgendwann. So, wir brauchen jetzt noch eine Spitzhacke, brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Schaufel. Oder zwei. Ich tue mal so ein bisschen Sand weg. Ganz so viel brauchen wir denn doch nicht. So, mache ich mir noch mal zwei. Ich kann ja auch die ganzen Grünzeugs hier mal weg. Tun, wo habe ich es denn hingepackt? Dahin. Jetzt müssen wir hier noch. Ja, es wird voll. Ne, wir machen das anders. Ich tue mal das Grünzeug hier oben rein. So, Prismarin. Das. Das dunkle hier, wie heißt das? Dunkler Prismarin. Okay, der Name ist irgendwie logisch. Sehr schön. So. Dann machen wir uns nochmal ein paar Spitzhacken und so. Viel. Ich wollte eigentlich nur zwei neue. Okay, das reicht jetzt. Tue ich mal die Eimer weg. So, das ist in Ordnung. Legen wir uns noch mal ins Bett hier.